So, und damit herzlich willkommen zurück zu Luigi's Mansion 3 zum Bosskampf gegen Cleopatra. Ich habe keine Ahnung, was ich tun muss. Der Bosskampf draußen. Nein! Nein! Bitte nicht! Bitte nicht! Nein, 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 nein! Hinter dir! Hinter dir! Zu 1000% hinter dir! Kampfschema Tornado. Nee. Es ist aus Sand, die können mir nichts. Hä? Ach so. Hä? Ich konnte nichts tun gerade. Das ist ein Herz. Das ist wichtig. Nein, die Schlangen. Allein dieses Gebilde an Kopf ist schon mega cool gemacht. Jetzt sind natürlich wieder vier Schlangen da. Okay. So, zack und zack. Also ich glaube, mindestens zwei Hits brauchst du. Jetzt haben sie einmal verwundet, gell? Sollte der Hügel kommen? Nee, eine Faust! Nein, ich bin doch ausgewichen. Lecker, 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 lecker. Wieso werde ich den hier getroffen? Jetzt kommt wieder der Hügel. Dann sagen wir sie von hinten. Sie dürfen mich nicht kriegen. Nein. Warum denn? Wir haben nur zwei Knochen, Leute. Zwei. Nicht 100. Bisschen einsaugen. Ah, jetzt kommt das. Ja, doch, sie braucht drei Hits. Drei Hits, garantiert. Wenn sie jetzt auf 80 geht, dann haben wir sie, ja. Jetzt haben wir sie, beim nächsten Ding haben wir sie. Sehr schöner Kampf. Aber das Gesicht weg. Hey, wie soll ich die ausweichen? Wie soll ich der ausweichen? Ich versteh's nicht. Den Fäusten kann man, so wie es aussieht, nicht ausweichen. Herz wäre mir recht. Wäre ja auch mal toll, nein. Ein Treffer und wir sind down.
Ja. Herz. Ja. Zwei Treffer. Ball. Hüpfen. Da hinten ist ein Herz gespawnt. Da hinten ist ein Herz gespawnt. Nichts ist wichtiger als das Herz. Lauf, Luigi! Saugen, 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 saugen! Die Schlangen kommen. Ja, natürlich treffen sie mich. Oh. Die Schlangen laufen. Also ich habe herausgefunden, die Schlangen sind nicht so toll. Ich glaube, wir werden hier einmal sterben. Naja, schon allein aus dem Grund, weil ich jetzt nicht ausgewichen bin. Außer... Nein, wir haben sie, Leute. Gegenhalten, gegenhalten, gegenhalten. Und Sam, wir haben es geschafft. Nach 6 Minuten haben wir es so... Okay, ich hätte viel länger erwartet, aber okay. Ein sehr, sehr, sehr schöner Kampf. Ist ja gut jetzt. Ist gut, Luigi. Freu dich nicht zu früh. Vielleicht kommt jetzt aber was. Aber der Bosskampf war cool gemacht. Doch, der war schön. Und zwar 1. Okay. Let's watch for the new world. Mal sehen. Aber ein richtig toll gemachtes Spiel. Das war jetzt wieder so eins, da dachte ich mir, okay. Nintendo hat's doch noch drauf. Nintendo kann's noch. Sehr schön, sehr schön. So wie immer laufe ich da drüber. Richtig toll, genial gemacht. Gefällt mir. Sehr schön. 11. Nummer 12. Ja, Luigi, alles gut, das ist normal. 1-1, 11. Und zwar ist das Welt der Wunder. Wir schauen direkt rein, was das Welt der Wunder für uns bereithält. Welt der Wunder. Irgendwelche Future-Sachen? Oder was? Welt der Wunder. Ist ja vielleicht der Eiffelturm und so nachgebaut, weil das sind ja die 7 Weltwunder. Gehört der Eiffelturm überhaupt dazu? Ich weiß gar nicht. Ein Zauberstab. Das ist Magician. Magic Zauber. Wir kämpfen wahrscheinlich gegen einen. Wow. Gegen Zauber. Oh. Unter welchem ist der Geist? Unter allen drei. Neue Geisterart. Oder Boss? Vermutlich Boss. Weil die hauen ab. Okay. Nix, nichts mehr, Luigi. Karten. Was? Das Kartenhaus muss einstürzen. Ein Würfel. Was sagt der Würfel? Der Würfel sagt 2. Ein Sparschwein. Was sagt der Sparschwein? Heute Taschengelderhöhung. Dachte ich mir doch. Sehr viele Irrlichter. Wir haben noch keinen einzigen Buhu gesehen. Komisch, wir sind nämlich schon ziemlich kurz vorm Boss. Meint ihr, wir treffen die Mitte? Pömpel! Achso. Pömpel! Zwei Geldgeister! Wunderschön! Sehr, sehr schön!
Einen haben wir schon mal. Yes. Jetzt mal ums Geld kümmern. Dann nehmen wir noch den hier mit. Was ist denn das? Hier ist irgendwo noch ein Geist. Wette ich mit euch. Aus dem Grund, weil hier sind gerade Schwerter oder Messer geflogen. Das hat uns ein Juwel gebracht? Wahnsinn. Und zwar sind es einfache Vierecke. Nicht ganz wie erwartet, aber okay. Wir suchen vermutlich einen Schlüssel und das ist ein... Wenn ich das richtig sehe, dann ist das ein sehr großes Areal. Okay. Ups, wenn ich die Vögel alle down... Gigi. Guigi. Geld natürlich, perfekt. So, wir brauchen wieder. Wir haben nämlich ziemlich viele Knochen gekauft. Wir haben noch zwei. Ich dachte, wir würden beide bei Cleopatra verlieren. Oder zwei. Ist nix. Gehen wir den doch einfach mal hinterher, oder nicht? Und schauen, was die für uns bereit halten. Eine Goldmaus, komm. Ja! Wir haben gleich schon wieder das Geld, uns wieder 1000 zu kaufen von denen. Keine Tür, nur was zum Durchschauen. Das heißt, wir müssten da hin. Das heißt, wir gehen einmal oben rum. Wir müssen durch jedes Zimmer einmal durch. Dann sind wir bei denen. Kein natürlicher Bosskampf, aber auch schön gemacht. Hier waren wir schon. Die Katze war... Zu 50% war die Katze hier. Natürlich. Die Katze war hier. Leute, wir treffen vielleicht wieder auf die Katze. Denn nur die Katze konnte das. Und wenn der zu was wird, dann muss da was Wertvolles drin sein. Wie zum Beispiel Geld. Goldbarren. So. Gehen wir einen Raum weiter. Da ist alles seitwärts. Bitte, oh Gott. Bäh. Nein, bitte dreh das Bild mit dir. Super. Gut gemacht, Luigi. Sehr schön. Tolles Zimmer. Kommt das Geld auch nach unten? Ja. Ist dieses Zimmer von Vorteil? Ist es abgeschlossen? Hier ist auch noch eine Tür. Hä, wie denn? Es ist so verwirrend! Andere Richtung vielleicht. Aber hier ist abgesperrt. Wir können. Hier ist die Tür. Hinter dem Bett. Ah, bei der Uhr. Da ist was.
geöffnet. Da muss hier der Schlüssel drin sein. Wie denn? Vielleicht. Ich hab's. Damit ist die Kiste wieder hergestellt. Wir treffen sehr häufig da drauf. Und da ist der Schlüssel drin, natürlich. Und Leute, natürlich, wie es weitergeht in diesem Zimmer dort drüben, das sehen wir jetzt gleich im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bis dann. Ciao.